Wir schauen uns kurz noch mal den Opal an. Ah, super, danke. Das Oberlicht. Und zwar springe ich jetzt da gleich einmal, die machen wir jetzt einmal hier. Das haben wir ja gerade gehabt in dem vorhergehenden Selbstgespräch. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Da machen wir jetzt erst einmal den Schöpfer UB. AUB ist Gott. Der Schöpfer OB ist Gott. Das ist der Opal. Der wird übrigens auch geschrieben ohne Aleph. Wir können das ganz kurz einmal machen. Wenn wir hier reingehen, Schöpfer OB 86 Elayon, der immer seiende 86, das ist jetzt eine im Hintergrund und P heißt ja hier. Ja. Und dann machen wir jetzt ein L hinten dran. Und dann kriegst du jetzt auch die Finsternis. Ja. Der Affel, das Waff kann man rausschmeißen, dann kriegst du das Affel, das ist ja die Radix 111. Da haben wir unser. Und das ist ja nur eine Drehung unserer Buchstabenkombination. Das Affel, das Aleph, wenn wir die zwei austauschen, das Pella, das Wunder, wenn wir die dann wieder austauschen. Wir sind ja dann hier in dieser, das Dunkle, die Finsternis, das nennen wir ja Krishna. Ja. Da haben wir wieder die 4, 6, 20 und je nachdem jetzt diese drei in der Kombination, wenn wir die untereinander austauschen, kriegen wir dann das Aleph, den ersten Buchstaben als Name ausgeschrieben und wir kriegen auch zum anderen, kriegen wir dann hier Bella, wenn wir das nach vorne, das P nach vorne stellen, das heißt das Wunder. Und jetzt machen wir mal, dass wir den Opal uns einfach mal anschauen, was der Opal ist. Und OB ist ja UB und Al ist Gott. Und interessant ist jetzt hier schon diese Abbildung, das ist nämlich exakt meine Augenfarbe. Ja. Ich bloß sagen, kannst du mir in die Augen schauen, mir in die Augen, Kleines? Das ist genau meine Augenfarbe. Und jetzt heißt es hier, die Opal, ein häufig vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der Oxide und Hydroxide. Ich will jetzt nicht so weit, jedes dieser Worte wäre jetzt wirklich interessant. Interessant ist, es ist als amorpher Festkörper. Da haben wir schon den Cupido Amor. Genau. Was ist Amorph? Amorph, die Morphe, der Morpheus. Ich sage mal, du bist der Neo, ich bin der Morpheus. Das heißt, Geist nimmt eine Form an, der in einem Geist auftaucht als Information. Das ist jetzt der blaue UB. Der aber genau genommen als Alpha, Privatum, Priest, die Frucht, Radium, ohne Gestalt ist. Ich bin bloß ein Gedanke als Denker. Bin ich als bewusster Denker, bin ich vollkommen ohne Gestalt, bis ich zum Denken anfange. Und amorphe Materialien, isotrop, das sind jetzt lauter solche Wörter, ist die Unabhängigkeit irgendeiner Eigenschaft oder Richtung. Es ist ja vollkommen logisch, dass alles, was ist immer hier und jetzt in dir Information. Ja. Die Welt spricht zu dir, du müsstest bloß die Vordersprache verstehen. Was das heißt, ähnlich dem Glas. Da sollten wir jetzt natürlich zuerst einmal wissen, dass Glas als Ding an sich nur eine einzige Eigenschaft hat. Wir haben immer diese drei, viele von dir jetzt ausgedachte Materialien oder Materie hat drei Aggregatzustände. Die Gase zum Beispiel, Wasserstoff, Sauerstoff. Das Wasser als Musterbeispiel hat ja, es kann gasförmig sein, es kann flüssig sein und es kann gefroren sein, fest sein. Und Glas kennt diese drei Zustände nicht. Das heißt, wenn du Glas hast, das Glas an deiner Fensterscheibe ist eine Flüssigkeit, die ist bloß fest, weil bei normaler Raumtemperatur und in einem großen Bereich drumherum ist es praktisch wie gefrorenes Wasser. Würdest du jetzt das Glas heiß machen, dann wird es flüssig. Aber Glas ist immer flüssig. Die Schwierigkeit ist, dass hier diese Aggregatzustände in den normalen Gasen immer bei einer gewissen Temperatur umspringen. Wir wissen, wir haben hier zum Beispiel das flüssige Wasser und bei 0 Grad, sagt man, fängt es zu gefrieren an. Schlagartig bilden sich dann zu Kristalle. Denk einfach, wenn du in der Pfütze reinschaust, wenn die zum Frieren anfangen, siehst du diese wie Splitter, wie Kristalle, weil das auskristallisiert. Dann wird es wieder flüssig, dann schmilzt es ineinander und dann irgendwann fängt es zum Verdampfen an. Und Glas ist immer flüssig, immer flüssig. Es ändert sich nur die sogenannte Viskosität. Und dasselbe gilt für den Opal. Der Opal ist eigentlich eine Flüssigkeit. Der ist nur bei Zimmertemperatur, scheint er dann fest.
hat aber nicht diesen Übergang, diesen festen Übergang in drei Stufen. Ich rede auch immer wieder von den 3x3 Wachstumsstufen. Wichtig, er kennt also keine Kristallstruktur, weil er immer eins ist. Es ist immer eins, keine kristalline Sachen. Was jetzt viel interessanter ist an dem Kristall, die ganzen Zahlen werden jetzt natürlich sehr, sehr interessant. Die Etymologie der Geschichte ist, dass der angeblich von den Opalus kommt. Da steckt schon griechisch, ist einfach nur kostbarer Stein. Man geht davon aus, dass das aus dem Sanskrit Upala, da müssen wir jetzt in Sanskrit gehen. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Fan von Sanskrit, weil Sanskrit ist die Grundlage der indogermanischen Sprachen, hat also nichts mit Indien zu tun, sondern wesentlich mehr mit Germanien. Ja. Und ich habe ja schon mal nebenbei erwähnt, dass ich auch Saint-Germain bin, der heilige Germane. Und jetzt kommt da ein Alan Eggert, der in seinem Werk Die Welt der Obale, das bezweifelt, dass das von dem wann kommt. Er geht davon aus, dass das also hier während der frühen Magyaren, Ungarn, sind Obalminen gewesen. Und er glaubt, dass dieser Begriff aus dem Ungarischen kommt. Das ist natürlich hier schon wieder dieses Wort. Zauberer. Auch wieder ganz interessant ist, weil da steht nämlich jetzt der Zauberer, ja. Ist ja. Man muss nämlich wissen, dass dieses Y bei vielen Juden, bei Jahwe vorne das Jahr steht. Genau. Der Zauberer ist Gott. Und da können wir jetzt noch weitergehen in den Indien. Also jedes Wort kriegt eine komplett neue Bedeutung, wenn du das Wort anders auslegst. Und ich kann immer wieder sagen, du hast jetzt Worte vor dir und du interpretierst diese Worte und baust aufgrund von Worten Vorstellungen auf. Und zwar diese Vorstellungen, die du erschaffst, sind nur, die siehst nur du. Es ist deine ganz persönliche Information. Es gilt für alles, was in dir auftaucht. Ständig reagierst du. Das ist mein Klingelingeling-Beispiel. Und das heißt jetzt also hier, dass wir wirklich über jedes Wort ewig reden könnten. Und jetzt fahren wir da mal ein bisschen runter. Und jetzt wird es natürlich schon interessant, wenn du es anschaust. Die Farben, die verändern sich nämlich. Es gibt also hier eine Obalmatrix. Das beginnt mit einem ganz schwarzen Stein. Das ist die Geschichte im Sanskrit von Krishna. Das ist Gott. Das heißt ja auch der Schwarze. Und Arjuna ist der Weiße. Es gibt auch einen Weiß. Ich weiß. Da fällt mir übrigens ganz nebenbei was ein. Genau zuhören. Ai ist ja der Schöpfergott. Wenn wir jetzt das ganz symbolisch nehmen. Dieses Ai. Hast auch Insel nicht ohne eine Verneinung, aber wichtig ist jetzt, haben wir zuerst einmal Ei, können wir als Schöpfergott reden. Mhm. Und jetzt genau zuhören, was ich dir sage. Ei fragt nicht. Ei weiß. Jetzt bist du einfach in dieses Buch, hier das Erwachen reingehen und da habe ich diese drei Stufen. Wo ich erkläre, ein Ei, für dich jetzt ausgedachterweise, hat drei Stufen. Es hat eine Schale. Wenn du nur die Schale vom Ei anschaust, weißt du nicht, was da drin ist. Dasselbe gilt beim Menschen. Das oberflächliche Betrachten eines Menschen, hast du keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Und bei Worten ist halt oberflächliches Betrachten das, was du aus einem Wort machst. Ich lasse jetzt wieder drei Sachen parallel laufen, habe ich oft erzählt. Wenn du eine Stufe tiefer gehst, kommt dann nach der Schale, kommt erst einmal das Eiweiß. Weiß ist Weib, ist das Wissen, das innere Wissen, die innere Frau, deine Welt. Beim Menschen ist es, dass du die Schale, den Anzug, die Titel, alles wegmachst und du stellst dann nackt hin. Dann ist jetzt erst einfach mal nur ein Affe, der da ist, wie jeder andere Affe auch. Und bei den Worten ist es die tiefere Metaphorik, dass du hier bei Worten dann schon vielfältiger kannst, dass ich sage, du hast in einem gewissen Maß bei jedem Wort einen symbolischen Sinn. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und dann gehst du noch tiefer rein und dann kommt das Eigelb. Der Geist Gottes, der Geist von Gott, GL, wird jetzt polar. Wir können auch die E-Quadrat lesen. Der Geist, dritter Buchstabe, ist E-Quadrat. ICH, rot. Das ist die Energie. Wir zwei. Und dann kommt LB und LB heißt Herz und das Innerste. Das ist das innerste Herz. Aber ein ausgedachtes Innerstes. Das sind die Stufen These, Antithese, Synthese. Aber wir brauchen die rote 4. Und wenn man jetzt, wenn der Mediziner ist oder Biologe ist, weiß man, dass in dem Gelb nochmal ein ganz, ganz kleiner roter Funke drin ist. Genau. Das ist der eigentliche Lebenskeim. Das ist die rote 4. Und glaub ja nicht, dass es Zufall ist. Die Bilder sprechen zu dir, die musst du dechiffrieren. Und jetzt haben wir hier also
den Krishna und den Arjuna, das heißt ja weiß auf Sanskrit, die Geschichte in der Bhagavad Gita. Die erzählt ihr komplett dieselbe Geschichte. Das sind keine Märchengeschichten, sondern doch Märchengeschichten. Ich sage das Wertvollste immer wieder, das Wertvollste, was du besitzt als Geist, als Adam, es sind deine Märchengeschichten, deine Sprichwörter. Du musst aber wissen, auch deine Geschichtsbücher, deine Physikbücher, die Chemiebücher sind Märchenbücher. Das H2O. H2, zwei Wahrnehmungen, die kreisen um sich herum. Das sind die Gedankenwellen, das ist das Wasser. Jetzt bist du in der Welt einer Gedankenwelt. Da gibt es keine Zufälle, ob du das so habst. Ich rede von was vollkommen, ein vollkommen neues Weltbild. So wie wenn du als Äffchen, als Säugling, warst du kurz vorher in der Matrix 1 mit der Nabelschnur. Das ist die Geschichte der Matrix. Und jetzt wirst du abgenabelt. Da haben wir übrigens den Abel, den haben wir halt schon gehabt, die Existenz eines Abel. Du wirst jetzt der Geist, der träumt in einer Traumwelt, sich selber erlebt, das nenne ich die Matrix 2. Du siehst von der Nabelschnur nichts mehr, wo du kannst ihn nicht mehr wahrnehmen. Du verwechselst dich komplett jetzt mit diesem Affen, der jetzt vom Computer sitzt. Das ist die Matrix 2. Und dann kommt die Synthese. Das sind die drei Stufen. Und jetzt ist es, dann gibt es den Harlekin-Obal. Der steht genau dazwischen. Der nimmt alle Farben an. Das ist sehr interessant. Den gibt es geschliffen. Dann kann man die einfarbig machen. Es ist immer im Grundprinzip ein Obal. Es ist in einem gewissen Maß wie das Licht in der Physik. Das Licht ist alle Farben gleichzeitig. Schwarz als Ausgangspunkt, in der Physik ist das auch das schwarze Loch, das alles in sich zusammenfasst. Weiß als das genau gespiegelte Gegenteil, das alles verstreut. Das ist dann, ich weiß, das Vibe, das in dir erweckt wird, das natürlich dann nicht alles ist, sondern extrem abhängig ist von dem, was dein Programm hergibt. Und das ist halt dieses Spiel, dass die Welt in jeder Kleinigkeit mit Holofeeling ein Thema, das du meinst, dass du vollkommen durchschaut. Ich werde dir zeigen, ich sage immer wieder, wenn du Physiker bist, komm zu mir und dann werde ich dir zeigen, wie wenig du von deiner Physik weißt. Wenn du Chemiker bist, komm zu mir und ich zeige dir, wie wenig du von der Chemie weißt. Du äffst einfach nur geistlos nach, baust Vorstellungen auf, du hast noch niemals selber gedacht. Und das ist so trügerisch. Hier, wenn ich Bilder sehe, ich sage einfach, du brauchst keinen Intellekt, um in einen Zustand zu kommen, dass du hundertprozentig sicher beschwören kannst, dass das, was ich jetzt glaube, stimmt. Kannst du das? Kannst du beschwören, dass das, was du glaubst, was du denkst, dass es so einzig richtig ist, wie du dir das denkst? Und ich betone nochmal, 99,999% von dem Zeug, das du als hundertprozentig sicher angesehen hast, erweist sich als eine riesengroße Selbstlüge. Das beginnt, wo kommst du her? Jetzt schau rein, was deine Logik sagt. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Hat man dir erzählt, gibt es da außen Sexualverbrecher? Gibt es da außen ein Russland? Was noch viel krasser ist, ist die Erde, auf der ich mich jetzt als Äffchen befinde, wirklich eine Kugel? Kann ich das beschwören? Du kannst nur beschwören, dass man dir das erzählt hat. Du äffst nach und dann ist gleichgültig, was du nachäffst. Ob jetzt der Hitler böse war oder guter war, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Schau einfach, was jetzt da ist. Eine Frage, die du dir mit deiner Logik beantwortest, die du geistlos nachhäffst. Und dann fällt das ganze Kartenhaus deiner Logik in sich zusammen, weil du feststellst, dass die untersten Karten, wo du vollkommen logisch dieses Haus aufgebaut hast, dass die unterste Kartenreihe Lüge ist. Genau. So ist es. Was ist das, was ist? Du bist Geist. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist und Geist wird nicht aus Affen geboren. Die Affen befinden sich in den Geist und der Affe ist AFF, die Schöpfung von zwei Facetten. Und die ersten zwei Facetten nennen wir Adam. Da haben wir eine Facette, die nennt sich auf Hebräisch Sege, das heißt auch Denken, eigentlich Gedenken. Und das andere, die andere Facette, heißt Loch und unterirdischer Gang. Das wird als Wow übersetzt. Ja. Das ist eigentlich hier diskriminierend. Ich könnte jetzt als Loch auch sagen, du Fotze. Jetzt ist es, halt deine Fotzen ist dann wiederum der Mund. Im Fränkischen ist die Fotze ist der Mund. Das ist auch ein Loch. Das wiederum im Hebräischen ist P. PH. Und das heißt auch hier. Hieros. Das heilige Ganze ist im Hier und Jetzt. Das ist Hieros.
Das heilige Ganze ist im ewigen Hier und Jetzt. Und nicht in einem Tier. Wir können das immer rot und blau machen. Ja. Das Hier ist hier in dem roten Geist und nicht in irgendeinem Tier. Ich kann mir jetzt in einen Kopf, einen Tierkopf, was hineindenken. Aber dann ist es ein vorgestellter Punkt. Ein ausgedachter Punkt, nicht der absolute Mittelpunkt. Jeden Punkt, egal wo du dir was hindenkst, ist hier. Natürlich jetzt auch mit jetzt deutlich auf dem Kopf, den du dir ausdenkst. Also kann der Kopf, wenn ich es auch hier dieses Beroshit, was da über meinen Kopf, ja, inmitten dieses Kopfes, ja, wird, das ist ein Symbol, das ist dein Kopf, dein roter Kopf, das ist ein blauer Kopf. Das jetzt übrigens ist gar kein Kopf, das ist bloß ein Pixel. Flach, schau genau hin. Du müsstest dir nur bewusst machen, was jetzt da ist. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Das ist der Schlüssel. Und dazu brauchst du kein Wissen. Du musst Bewusstsein sein. S-I in Rot gelesen. Bewusstsein ist nicht existiert. Und wenn du wirklich weißt, dass, was du bist, du hast in dem Leben nur zu lernen, was du bist. Das muss dir bewusst werden. Das nenne ich Wiedererinnern. Das kannst du nicht erreichen. Das ist ja schon. Du hast es nur vergessen, weil du dich mit dem Affen verwechselst. Genau. Und versuchst mit aller Gewalt, dir möglichst lange am Leben zu halten. Auch am Zustand. Das heißt, du erzeugst Leid, indem du das Loslassen nicht lernst, weil du nicht reifer werden willst. Älter werden, alternierend werden willst, in einem ständigen Wechsel. Immer wenn ich dir was wegnehme, will ich dir was Besseres geben. Da du aber nicht von unten nach oben sehen kannst, hast du eine panische Angst, weil du meinst, es könnte was Schlimmeres kommen. In dem Prinzip wird es die nächsthöhere Ebene ist immer besser als die untere Ebene. Bin ich reichlich drauf eingegangen vor 20 Jahren in Almena mit dieser Spirale. In unserem Einsatzkreis beginnt es oben mit Minus und dann geht es wieder in das Plus. Dann kommt wieder Minus, solange du chronologisch denkst, hell, dunkel, einatmen, ja, ausatmen, ja, ist ein riesengroßes Problem. Von der Null ausgehen müssen wir jetzt erst einmal hier etwas uns ausdenken. Das Minus ist jetzt eigentlich in unserer Darstellung dann das, was auftaucht. Genau. Mhm. Und das Plus ist es, wenn es wieder zurückkehrt. Mhm. Und dann kommt wieder was Auftauchendes. Mhm. Die Schwierigkeit ist, dass wenn du dabei nicht die Logik änderst, kriegst du Selbstähnlichkeit. Das, ja, ist das Mandelbrot-Faktor. Genau. Dass ich nochmal wiederhole, wenn du jetzt ausgedachterweise deine Erdkugel bereist, du bereist nicht deine Erdkugel, sondern du wechselst ständig Bilder im Hier und Jetzt, Schritt für Schritt, Gedanke für Gedanke, taucht was in der Transversalen in dir auf und wird mit dem nächsten Gedanken ausgetauscht. Das erzeugt die Illusion, dass du dich durch Raum und Zeit bewegst. Aber die Vergangenheit, wo du losgefahren bist und den Startpunkt, wo du gestartet bist, ist auch hier. Und du denkst dir jetzt, vor einem Jahr bin ich losgefahren. Das denkst du dir jetzt. Auf jeden Fall, wenn du jetzt diese Erdkugel bereist, wirst du unendlich viele Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast. Aber du siehst nichts, absolut nichts Neues, was neu wäre. Absolut neu. Es sind nur Selbstähnlichkeiten. Das betone ich immer wieder. Du siehst Häuser, du siehst Pflanzen, du siehst Menschen. Und Häuser können äußerlich betrachtet variieren. Und Menschen variieren von Mensch zu Mensch. Auch dann hier, die waren dann dunkelhäutig, kriegen Schlitzaugen, egal was. Aber es sind im Prinzip nur gemorfte Zustände, das nennen wir Selbstähnlichkeit, das ist das Prinzip des Mandelbrot-Faktors, die entspringen alle aus der Selbstanfangsgleichung. Als Iterationsgleichung. Genau. Wenn du was wirklich Neues erleben willst, musst du den Anfang, das Programm am Anfang, aus dem das heraus iteriert wird, vollkommen neu gestalten, dass auch was vollkommen Neues auftauchen kann. Aber das wird dir jetzt unlogisch erscheinen, so wie Basic jegliche Form von Windows dort unlogisch erscheint. Ich erkläre das immer wieder. Lass dich darauf ein. Du musst ja nichts tun, du kriegst es ja geschenkt. Also du hast nur zu lernen, jetzt zu wissen, was du bist ewiger Geist und du wirst die höheren Ebenen, geistigen Ebenen mit vollkommen neuen Möglichkeiten nicht betreten, wenn du nicht bereit bist, diese jetzige H-Ebene, ich sage immer, hier deine Basic-Struktur, die Basis ist ja auch das Fundament, F-Unter, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Du musst das verstehen, was das eigentlich heißt. Dann können wir hier ein Riesenspiel machen, ein Spiel. Muss ich auch kurz nochmal einschalten. Das Deduktionsspiel. Wir machen die Deduktion. Wenn du hier das eingibst, das ist die größte Falle des Materialismus, die es überhaupt gibt. Die Deduktion, jetzt müsste ich, das mache ich jetzt nicht, das Wort Deduktio anschauen.
die Abführung, die Fortführung. Dann kommst du in die Empirie und dann kommst du in die Induktion. Das sind übrigens diese Worte, wenn wir jetzt nacheinander uns alle öffnen, wirst du feststellen, jedes dieser Worte, Theorie hast eigentlich schlichtweg und einfach eine Sichtweise. Allgemein hast du jetzt irgendeinen Glauben, der zwingt dich, von der Tasse nur eine Seite anzuschauen. Nur eine ganz bestimmte Perspektive als richtig anzusehen. Und du deduzierst jetzt aus dieser Theorie eine Empirie, empirisch. Und da wird es natürlich schon ganz interessant. Wir müssen wissen, die Vorsilbe M im Griechischen. Das ist ja die sinnliche Wahrnehmung. Mhm. Schau, du wirst jetzt übrigens feststellen, wenn man hier das Spiel hier, ich habe jetzt dort die Induktion. In der Philosophie, da taucht immer dieses Bild auf. Das M, wir wissen hier, die Vorsilbe D kannst du nachschauen, die Vorsilbe I kannst du nachschauen. Du wirst M nicht als Vorsilbe finden, das ist aber auch eine Vorsilbe, das kommt von Emos im Griechischen. Mhm. Wenn wir dieses M machen, und da wird es natürlich schon ganz interessant, weil die Unterform ist immer die erste Person, mein, meiner selbst, mein, meiner. Emos, das ist die Unterform, das heißt eigentlich mein. Mhm. Mein. Mein Musterbeispiel ist das Wort Empathie. Ja. Das ist auch so ein Riesenfehler, das heißt Mitgefühl wird es übersetzt. Das hat mit Mitgefühl nichts zu tun, weil Empathie ist Leid, ist Krankheit, ist Tod, das Leid, die Empathie, die Sympathie, das zusammengeschmissene Leid, ich sympathisiere, ich verbinde mich mit Leid. Empathie heißt mein Leid, das heißt nicht Mitgefühl. Du kannst mit einem Gedanken nicht mitfühlen. Genau. Das wirst du auch nie machen, wenn du weißt, dass der Gedanke, den du denkst, als Ding an sich das ja gar nicht mitkriegt, dass du ihn denkst, der wird für dich so sein, wie du ihn dir denkst. Ein leidender Trockennasenaffe, den du dir denkst, ist ein Gedanke, den du leidend erschaffst. Du bist schuld. Das ist dein Eigentum, mein Eigentum. Da, Emma, das meinige, mein Eigentum. Interessant, die erscheinende Schöpfung ist im Hebräischen der Wachraum. Ja. Es ist dein Wachraum, dein Wachzimmer, deine Zelle, dein Schatten, den du auseinanderschmeißt. Deine N-Ich, diese Existenz, die in dir zu existieren beginnt. Das, was du GE-Quadrat macht, Mach ist Gehirn. Mechanismus, Mach ist Gehirn. Dieses GE-Quadrat hat ein Gehirn blau gelesen, dein Verstand macht es. Halt. Das heißt, wenn ich jetzt da reingehe, ich deduziere. Das wäre jetzt interessant, aber wie gesagt, dieses Wort alleine hier wird man eine Stunde brauchen. Und dann baust du eine Empirie auf. Mein, diese Empirie, das ist eine sinnliche Wahrnehmung, die du hier und jetzt hast. Oder einen Gedanken. Und dann induzierst du wieder eine neue Theorie. Das ist eine Endlosschlaufe. Das ist eine Katze, ein Endpunkt, der sich selber in den Schwanz beißt. Weil du aus deinen Theorien, deine Empirie, deine Vorstellungen machst. Das, was du vor dich hinstellst, baut auf Theorien auf. Benutzt du eine andere Theorie, deduzierst du eine andere Vorstellung. Das ist das, dass ich sage, du kannst auf deiner Vererblöde alles, was du glaubst, dein Glaube verwirklicht. Gall, das geistige Licht, AUB, rot gelesen jetzt, ist der Schöpfer, der in sich beschwert, Sachen beschwert. AUB ist die Beschwörungskunst von toten Geistern. Gall kann man natürlich auch hier als Welle lesen. AUB, die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten. Das tausendfach wiederhole ich. Warum vergisst du das? Ich behaupte, du vergisst es, weil ich dich ständig beobachte. Ich bin immer im Hintergrund. Das ist das, was ich dir sage. Der vom Bücherregal erlebt das, was ich als Leser erlebe, bloß der Leser selber ist in der Vergessenheit. Das ist aber, ich habe jedes dieser Leben durchlebt. Ich habe die ja erschaffen. Das geht in einen Bereich, das entzieht sich deiner Vorstellungskraft mit einer jetzigen Haarlogik, mit einer Basic-Logik vollkommen. Aber du musst dir keine Gedanken machen. Du kommst auch nicht raus aus dem System. Ich lasse dich entscheiden, wenn du frei werden willst. Und du wirst nicht frei werden, wenn du sagst, ich will ja gehen. Dann willst du nämlich nicht hierbleiben. Das ist schon wieder eine Selbstentscheidung. Ja. Uns interessiert der Punkt, ich will ja gehen. Ja. Ich will und ich will nicht, sind die zwei Seiten. Und du sollst weder was wollen, noch was nicht wollen. Du sollst der sein, der du bist. Und der will nichts. Und der will auch nichts.
Der schaut einfach nur. Der ist einfach nur. Du schaust, was der will, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Und du machst dir bewusst, was der nicht will, mit dem du dich ein Leben lang beschäftigt hast. Und du schaust, ob er sich zu den Guten zählt, zu den Schlechten zählt sich sowieso keiner. Weil die Echten, ja, die Wirklichen, die Wissen, denn keiner will echt sein. Jetzt kann man das echt natürlich auch sehr vielfältig darstellen. Aber das ist das große Spiel, weil jeder ist felsenfest davon überzeugt, dass er zu den Guten gehört. Ja. Die, die auf die Straße gehen und demonstrieren gegen Impfung, ist ja jetzt mittlerweile schon fast Schnee von gestern, und die, die auf die Straße gehen, dass man die ganzen Impfgegner, dass die gemeingefährlich sind, dass man die wegspecken muss, wegsperren muss. Jeder ist überzeugt, dass er zu den Guten gehört. Und ihm ist gar nicht bewusst, was für Feindbilder die in sich tragen. Mein einfacher Satz, liebe deine Feinde, wird nicht verstanden. Dazu gehören auch diese ganzen verlogenen Christen, egal in welcher Sekte du bist. Du kannst doch mit denen nicht reden, weil du prinzipiell keinen Sinn macht, dass du versuchst, irgendwelche Gedanken, sprich Informationen von dir, von irgendwas überzeugen zu wollen. Du kannst existierende Menschen, die hundertprozentig sicher nur dann existieren, wenn du sie entweder denkst, dann sind es Gedanken in dir, Informationen, oder du hast sie auf deiner Verbrille in einer gewissen Entfernung vor dir, illusionär, aber in Wirklichkeit in dir. Schon das Wort Illusion für sich alleine, einfach nur Physik im Nullpunkt Gottes, ein Selbstgesprächbuch, ziemlich am Ende die Sache, was ist eine Illusion, was ist eine Halluzination, wir können das in Wikipedia anschauen, wird das perfekt beschrieben. Das ist jetzt das Verrückte am Holofeeling, dass ich überhaupt nicht irgendetwas behaupte, was nicht in deinen Wörterbüchern oder in den Lexikas drinsteht. Das ist es. Das geht los mit den Axiome. Was ist bewiesen? Ja. Es sind blinde Glaubenssätze, die nicht mehr in Frage gestellt werden, die steht da sogar drin. Jegliche Form von christlicher Religion, egal in welcher Kirche du dich befindest, sind Axiome. Da stellt keine in Frage, dass ich vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Oder nicht gekreuzigt wurde, wenn du natürlich jetzt dein muslimisches Programm hast. Es stellt zumindest keine in Frage, dass mich vor 2000 Jahren gegeben hat. Was viel schrecklicher ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Ich als der Leser, der das erlebt hat, obwohl es ich erlebe, aber immer mit dem gewissen Abstand, weil ich nicht mich mit irgendeinem Gedanken von mir verwechsle. Ich halte meine Gebote, ich mache kein Bild von mir selbst, weil ich weiß, dass ich ein undenkbares, absolutes, ewiges Nichts bin, Geist bin. Bist du schon ich? Du bist ich, auch wenn du es noch nicht weißt. Schlimmer ist es, mit Holofeeling weißt du es, aber du willst es nicht wahrhaben. Du willst lieber ein vergängliches Wesen sein, das um sein Überleben kämpft und versucht, möglichst glücklich zu sein, indem es das Unglück bekämpft, gesund zu sein, indem es die Krankheit bekämpft und so weiter und so weiter und so weiter. Ein irrsinniges, geistloses Unterfangen. Absolut. Du willst Wunder erleben, du bist in Wunder eingebettet, mit der Vordersprache beginnt das schon. Und wenn das einmal installiert ist, du musst nur wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und wenn das zu einer hundertprozentig sicheren Gewissheit geworden ist, dann lasse ich Wunder in dir auftauchen, die mit deiner Logik, mit deiner jetzigen Logik eigentlich gar nicht möglich sind, weil dann tausche ich dein Programm aus. Das heißt, ich erweitere das. Immer meine Sache, aus dem H wird das Wort, aus dem Buchstaben wird ein Wort. Ich verändere nichts an einem bestehenden Wissen. Auch jedes Wissenselement, das für dich bisher richtig erschienen ist, ist eine kleine Facette von einem höheren Komplex, von dem du eigentlich nichts wissen willst. Ja. Mein Kabelstecker. Der Kabelstecker ist ein Auto. Der Salzstreuer ist eine Küche. Ja. Ist ein bisschen richtig, sage ich immer wieder. Du weißt aber nicht, was eigentlich das Ding ist, wo du jetzt eine winzige Facette rausholst, die du jetzt mit einer extrem primitiven Logik aufbauen kannst. Du weißt noch nicht von der Datei im Hintergrund, wo mir das herausnimmt. Ich bin ständig auf Kompromisse angewiesen, Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, um dich auf das neugierig zu machen, was du selbst bist. So ist das Leben. Und es geht nur um Geist. Also bemühe dich jetzt nicht, du musst es nicht weitererzählen. Es wird keiner verstehen. Es kann durchaus sein, dass in dir Brösel, wie ich das nenne, auftauche, die darauf ansprechen. Neugier zeigt, dass hinter der Maske, hinter der Person Geist steckt.
Aber jeder, der diskutieren will, ist es, auch wenn jetzt deine Logik dir wieder aufzwingt, das ist ja mein Mann, das sind meine Kinder, das ist ja meine Eltern. Vergiss es. Du wirst es nicht einmal denen erklären können, du kannst es deinem Gehirn nicht erklären, dass du derjenige bist, der sich jetzt dieses Gehirn ausdenkt. Versuch das einmal deinem Gehirn zu erklären. Das ist wie wenn du jetzt den Computer oder den Handy, das du dir jetzt ausdenkst, erklären willst, dass du derjenige bist, der das jetzt erschaffst, weil du es anschaust oder in der Hand hältst. Das gilt natürlich auch für dein eigenes Gehirn, wenn du an dein Gehirn denkst. Das ist einfach eine Welle, die auftaucht, die wieder weg ist, wenn du an nächsten Gedanken denkst. Und wenn jetzt irgendeiner, wenn du das immer wieder wiederholst, irgendeiner sagt, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Ich sage, es ist doch gleichgültig, ob du es verstehst, es ist das, was ist. Das ist hundertprozentig sicher. Was meinst du? Durch Fehlerziehung jetzt die Kleber, die Jugendlichen, die meinen, ihr macht ja unsere Zukunft kaputt. Können die sich das raussuchen? Sagst du mal, dass wir die uns jetzt so ausdenken? Es ist ein Dasein-Müssen. Es ist jetzt für dich als bewusster Geist einfach nur ein Zeichen für eine vollkommen verkehrt gelaufene Erziehung. Ich sage, diese naturwissenschaftliche Revolution hat zur vollkommenen Entgeistigung des Adam geführt. Das ist der Virus. Und was passiert jetzt plötzlich, dieser Satz, den ich immer wieder wiederhole, wenn du begreifst, dass deine Erde genauso wenig eine Kugel ist, wie sie irgendwann einmal in der Vergangenheit angeblich eine Scheibe war. Sie war angeblich eine Scheibe. Jetzt wissen wir ja, wie war das gerade bei Corona? Wir wissen ja mittlerweile, dass der Impfstoff nicht gegen irgendwelche Ansteckung schützt. Aber wir wissen, dass er den Krankheitsverlauf wesentlich schwächer macht. Jeder äfft eigentlich nur nach. Wie willst du das überhaupt beweisen? Du müsstest so viel Zusatzwissen noch haben und dann wirst du feststellen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich sage immer wieder nur die Tabellen, je nachdem, in was für Richtung du kommst. Und jetzt kommt das stochastische Denken. Du wirst deinen Glauben verteidigen und dann wirst du immer mehr Beweise kriegen, dass du an das Richtige glaubst oder du willst ihn zum, jetzt mit Holofeeling, du willst den Glauben einfach zum Teufel hauen. Und dann wirst du immer mehr Beweise bekommen, dass du dich selbst belogen hast. Ja. Und dann geht es nicht mehr um den guten Gott und den bösen Teufel. Ich habe doch den Gevatter, deinen Taufborden, den Gevatter, ja, den geistigen Vater, dieses Gevatter tot. Der Zeuge bis Ewigkeit. TOT. Wo der mit dem Bündel losläuft und dann sagt er, er sucht einen Taufborden. Ein Freund, ein Erzieher, ja, ein Zweiterzieher. Ja, ja. Dann kommt das der Schöngekleidete, der Gute, der edle Mensch und sagt, da willst du, und Vater sagt, ich bin der liebe Gott. Nein, dich will ich nicht, weil du ungerecht bist, sagt dieser einfache Mensch. Dich will ich nicht, du bist ungerecht. Den Reichen gibst du alles und uns Arme lässt du leiden. Dann kommt so ein lustiges, verrücktes Kerlchen und dann sagt er, ich bin der Teufel. Na, dich will ich nicht, du bist böse. Und dann kommt der Gevatter tot. Dich nehme ich, weil du absolut keinen Unterschied machst zwischen Arme und Reiche, zwischen Gescheite und Dumme. Du holst alle heim. Bist du schon dieser Gevatter? Und du musst jetzt einfach sagen, ja. Weil nämlich alle, die du erschaffst, jeden Menschen, jedes Ding, eine Erdkugel, eine Erdscheibe, egal was du denkst, du holst es wieder heim, in dem, der immer ist, in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst, dass du dir eine neue Welle aufschmeißen kannst. Genau. Ist das jetzt ein esoterisches oder religiöses Geschwubbel? Es ist das, was vom Moment fehlt vom Moment in dich selber sich abspielt. Der Vater spielt mit dem Sohn. JCH spielt mit ICH-Leben. Das ist Holofeeling. Holofeeling ist ganz anders. Holofeeling ist auch nicht richtig. Wenn einer glaubt, Holofeeling ist richtiger, wenn Holofeeling richtig wäre, wäre es nicht verkehrt. Das erkläre ich lang und breit, ja, in diesem Buch Holofeeling für Neugierige. Eine, die meinen, Holofeeling ist richtig oder ist es verkehrt, die haben beide keine Ahnung. Es sind erst einmal die Leute, die das behaupten, sind Gedanken, die haben sowieso keine Ahnung. Also du kannst nicht mehr mit Holofeeling irgendwie jemandem, den du dir ausdenkst, die Schuld geben. Muss ich jetzt nochmal wiederholen, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Zuerst einmal der, der sich das jetzt denkt. Aber der, der sich das jetzt denkt, der auch bloß ein Gedanke ist, wir denken jetzt an jemanden, der sich was ausdenkt. Alles Ausgedachte sein, da sein müssen, ist der auch nicht schuldig. Wer denkt sich den jetzt aus, der sich irgendwas denkt? Und schuld an dem ist, was er sich denkt. Wer denkt sich den aus?
und du landest bei dem roten Ich, ja, bist du schon Ich. Und wenn du den Punkt erreicht hast, dann lasse ich dich wach werden. Batsch.